Es ist Fakt, der Europapark startet noch in dieser Woche in die Saison 2021. Dazu gibt es seit heute Morgen weitere detailreiche Infos, also all das, was ihr wissen müsst, falls ihr jetzt in den nächsten Tagen zum Europapark fahren wollt. Das gibt es jetzt gleich nach dem Intro, deswegen dranbleiben und wir sehen uns. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen und erfreulichen Video hier bei der Funtime Arena. Ja, es gab ja schon ein Video hier vor einigen Tagen zu einer möglichen Saisoneröffnung des Europaparks 2021. Zugegebenermaßen gab es damals halt wirklich spärliche Informationen, eigentlich so gut wie gar keine, außer ja ein paar Sätze, die es in einem Artikel bei der FAZ online gab, wo man Roland Mack zitiert hat. Und dort ging es halt um eine Öffnung, um eine mögliche Öffnung. Und dort wurde der 22. Mai, aber auch der 21. Mai genannt. Und am selben Tag abends gab es dann noch auf Instagram von Mimi Mack, das ist ja die Frau von Michael Mack, einen Livestream, wo sie durch den geschlossenen Europapark ging und halt auch ja andeutete, dass es ja bald losgehen würde. Und man hat halt, ja, auch zwischen den Zeilen lesen können und sie hat es halt auch so bestätigt, dass es wohl in Richtung nächstes Wochenende dann halt gehen würde, wo der Europapark endlich wieder öffnen könnte. Aber dann kam natürlich die ganze Fanschar und wollte natürlich wissen, wie sieht's mit dem Hotel aus, wie sieht's mit der Maskenpflicht aus, wie sieht's mit dem Testen aus und so weiter und so fort. Da konnte sie aber leider, weil sie es wahrscheinlich selber noch nicht wusste, noch gar keine Aussagen zu tätigen. Aber auch von der Europapark-Seite selber gab es bisher wirklich spärliche bzw. gar keine Informationen. Und was ein bisschen merkwürdig ist, denn seit einigen Wochen, und darauf stützte sich dann auch das letzte Video, gab es oder gibt es im Ticketshop vom Europapark für die Tage ab dem 22. Mai Tageskarten für den Europapark. Und man konnte zwar die Karten kaufen, aber man hatte keine Informationen, wie das halt aussieht mit dem Test zum Beispiel, ob man halt einen Test braucht und wie es im Hotel aussieht und so weiter und so fort. Und heute Morgen gab es dann halt wirklich auch dazu endlich Infos von offizieller Seite. Und darum soll es in diesem Video gehen. Zudem wollte ich nochmal ganz kurz anmerken, dass ich ja gemeint habe im letzten Video, dass wahrscheinlich der 22. Mai der erste Saisontag wäre. Das stütze oder habe ich darauf gestützt, wie gesagt, dass es im Ticketshop ab dem für den 22. und die Tage danach ja Karten gäbe, die es im Übrigen gar nicht mehr gibt, denn die Karten für den 22., 23. und 24. Mai sind mittlerweile auch ohne offizielle Mitteilung, dass der Park öffnet, schon ausverkauft gewesen. Wie aber trotzdem vielleicht noch an Karten kommt für diese ausverkauften Tage, kommen wir gleich noch im Video, denn es gibt da halt wirklich noch Möglichkeiten. Also da keine Panik, kommen wir jetzt gleich noch zu. Aber wie gesagt, 22. ab dann gab es halt immer die Tickets und es kursierte halt im Internet bei ganz vielen Medien halt immer und in der Presse immer auch der 21. Als Datum. Und in Fankreisen ist man halt davon ausgegangen, dass der 21. vielleicht kein richtiger Öffnungstag ist, sondern dass da halt vielleicht nur die Hotels schon aufmachen, damit man halt alle anreisen kann. Oder aber, dass der 21. Tag ist, wo halt alle Mitarbeiter vielleicht schon mal in den Park können und halt auch diese Abläufe halt testen, dass man halt so ein kleines Testpublikum hat. Ja, denkst du, denn heute Morgen gab es denn, seit heute Morgen gibt es für den 21., also für den Freitag, auch Tageskarten. Und deswegen ist jetzt momentan, also stand gerade vor ein paar Minuten, der Ticketshop auch down, weil erstens, es gibt jetzt vom Park offiziell eine Mitteilung, dass der Park öffnet. Und zwar nicht am 22., sondern am 21. Alle berichten natürlich jetzt drüber. Und deswegen ist der Shop gerade wieder etwas überlastet. Deswegen braucht ihr da vielleicht ein paar Minuten, wenn ihr an Karten kommen möchtet. So, kommen wir jetzt auch mal dazu, was euch erwartet, beziehungsweise auf was ihr euch einstellen müsst. Denn auch wie im letzten Jahr gibt es in diesem Jahr natürlich wieder einige Sonderregelungen, wegen Corona natürlich, und darum soll es halt in diesem Video halt gehen. Also wie gesagt,
Der offizielle Öffnungstermin des Europaparks ist nicht der 22. Mai, sondern Freitag, der 21. Mai. Und das ist erst seit heute Morgen halt bekannt. Laut den Gerüchten, die es gibt und auch diese ganzen Pressemitteilungen in den letzten Tagen, ist es wohl so, das ist halt wie gesagt nicht offiziell, da findet man auf der Europapark-Seite jetzt auch keine Info zu, aber laut diesen Medien ist es so, dass am Freitag nur 3.000 Personen in den Park gelassen werden und ab Samstag dann wohl 10.000 Personen. Also freitags 3.000 Personen und ab Sonntag, samstags dann halt 10.000 Personen, ist halt auch sehr, sehr wenig, wenn man halt mal schaut, wie viele Besucher sonst normalerweise so den Europapark besuchen. Auch in der Woche sind 10.000 Besucher noch unter diesem Wert. Die Voraussetzung, dass ihr ja in den Europapark ja Zugang bekommt, ist einmal, dass ihr natürlich ein Ticket besitzt. Das muss tagesdatiert sein, so wie im letzten Jahr. Also das ist beim Europapark sowieso ganz gut geregelt. In anderen Parks in Europa ist es halt so, man kauft sich eine Karte und muss dann halt danach nochmal in den Kalender gehen und sagen, okay, dann und dann möchte ich den Park besuchen. Beim Europapark ist das anders. Man geht in den Shop und muss erst den Termin aussuchen, praktisch das Datum und kauft dann für diesen Termin dann halt die Karte. Dann braucht man einen Berechtigungsnachweis, also dass man halt Corona negativ ist, ein Lichtbildausweis und natürlich eine medizinische Maske ist genauso Pflicht. Und ja, wenn irgendwas davon fehlt, dann habt ihr leider keinen Eintritt zum Europapark. Das heißt, erstmal generell gucken, dass ihr eine Karte online kauft, denn vor Ort wird es keine Karten geben, so wie wir es aus dem letzten Jahr halt auch kennen. Und dann die anderen Sachen auch bitte dabei haben, ansonsten kommt ihr halt nicht rein. Und das Ganze wird halt auch schon kontrolliert, einmal eventuell auf dem Parkplatz vom Europapark oder wenn man halt Tagesgast ist und irgendwie anders anreist, dann aber auch vor dem Haupteingang werden diese Dinge alle kontrolliert. Wer reinkommen darf, ist auch ganz klar, einmal natürlich getestete Personen, das heißt, ihr müsst entweder einen PCR-Test dabei haben oder einen Schnelltest, die beiden dürfen nicht älter sein als 24 Stunden. Und das Ganze gilt für Personen ab 6 Jahren. Zudem können natürlich auch Geimpfte den Park besuchen und dafür muss halt die vollständige Impfung älter als 14 Tage sein. Oder aber auch Genesene, die müssen halt, wenn sie zum Europapark fahren möchten, den positiven PCR-Test mitbringen und dieser muss halt älter als 28 Tage alt sein. Außerdem, wenn man halt an Corona vor mehr als 6 Monaten erkrankt wäre, dann ist es so, dass man halt auch einen offiziellen Impfnachweis dabei haben muss, beziehungsweise den Impfpass und der müsste halt auf jeden Fall definitiv älter als 14 Tage alt sein. Man spricht vor allem beim Europapark davon, dass es dort auch ein Testzentrum gibt. Ganz offiziell auf der Seite steht dies, aber es wird empfohlen, dass man halt diesen negativen Test schon mitbringt und das nicht vor Ort macht, denn diese Testmöglichkeit vor Ort, und so steht es dort, wäre nur für Ausnahmefälle. Das heißt, ich weiß nicht, wie groß da dieses Testzentrum ist, aber es scheint wohl nicht so groß zu sein, denn man spricht ja wirklich von geringen Kapazitäten und man müsste dann halt wahrscheinlich auch auf sich sehr lange Wartezeiten einstellen. Deswegen bringt am besten einen negativen Test mit. Die sind ja in Deutschland in vielen Bundesländern schon kostenlos. Deswegen testet euch vorher vor Ort, bei euch vor Ort und bringt dann halt diesen Test mit. Wenn ihr den praktisch am Tag vorher halt macht, ist er ja morgens bei der Anreise und beim Eintritt in den Europapark ja noch gültig, weil 24 Stunden. Genau. Und nochmal ganz kurz zu der Testmöglichkeit vor Ort. Die gibt es, die ist auch kostenlos, aber wie gesagt, guckt am besten danach, dass ihr da halt schon einen Test mitbringt, weil ansonsten müsst ihr da wahrscheinlich auch länger warten. Leute, die positiv getestet worden sind, vielleicht auch vor Ort, die müssen sofort, so steht es auf der Webseite, das Gelände des Europaparks verlassen, logischerweise, und sich natürlich auch direkt beim Gesundheitsamt melden. Das ist, glaube ich, auch klar. Tickets müssen online erworben werden. Wie schon gesagt, eben gibt es halt die Möglichkeit, sich dort einen Tag auszusuchen und dann
für diesen Tag dann halt die Tickets zu erwerben. Momentan ist der Ticketshop ein bisschen überlastet und seit gestern gibt es halt für Samstag, Sonntag und Montag keine Karten mehr, aber heute ist ja der 21., also der Freitag noch dazugekommen. Dafür gibt es halt Karten und ab dem Dienstag gibt es halt auch Karten. Normale Karten kosten 55 Euro. Wenn man jetzt mal ein bisschen nach vorne in den Kalender des Europaparks geht, dann kriegt man nämlich auch eine kleine Info noch mit für den August, für ja die Sommerferienzeit. Denn da ist es wohl erstmalig so, dass die Karten für den Europapark für die Erwachsenenpersonen 60 Euro kosten werden. Ja, weiter ist natürlich immer das große Thema bei der Eröffnung, das war auch letztes Jahr schon der Fall, was ist mit Clubkarten, also Leute, die eine Jahreskarte haben, was ist mit denen? Und da gibt es eine gute Meldung, denn jeder, der eine Jahreskarte hatte, denn mittlerweile sind ja wirklich alle Jahreskarten, oder müssten ausgelaufen sein, weil es ja im letzten Jahr keine Möglichkeit gab, diese zu verlängern, die haben alle jeweils einmal im Monat die Möglichkeit, kostenlos den Park zu besuchen. Da muss man dann halt im Internet seine Clubkarte halt angeben, seine Nummer und kann dann halt sich da den Tag aussuchen. Wichtig ist aber, dass diese Karte nach dem 27.03.2020 ausgelaufen sein muss. Das heißt, eine Karte ist immer komplett ein Jahr gültig. Diese Gültigkeit endet an einem Tag, wenn diese nach dem 27.03. Abgelaufen wäre, praktisch habt ihr da die Möglichkeit. Automatisch werden zudem natürlich auch die Tage der Schließung wieder drangehangen an die Clubkarte für die Tage, die man jetzt nicht nutzen konnte. Aber das natürlich erst, wenn halt wieder es normal möglich ist, ohne halt irgendwelche Auflagen dann den Park zu besuchen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum darf der Europapark überhaupt öffnen? Es ist normalerweise so, dass laut dem Bundesland Baden-Württemberg ist wohl erst in ein paar Wochen möglich ist. Die haben ja da so einen Drei-Stufen-Plan. Da ist es erst ein paar Wochen möglich, dass auch Freizeitparks wieder öffnen. Aber man hat ein Modellprojekt im Europapark. In Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum Freiburg hat man da halt einen Plan geschaffen. Und demnach dürfen halt nicht nur der Park aufmachen. Wir reden jetzt gerade nur vom Europapark. Ulantica bleibt vorerst noch geschlossen. Aber dafür dürfen halt auch die ganzen Hotels des Europaparks aufmachen, das Camp Resort, die Gastronomie und all das ab dem 21. Außerdem natürlich auch noch, nicht zu vergessen, die VR-Attraktion Yulby, die im letzten Jahr geöffnet hat. Auch diese ist wieder verfügbar, auch ab dem 21. Mai. Für die Restaurants im Europapark und den Hotels, also vielmehr die Hotelgastronomie, da wird gebeten, natürlich vorher einen Tisch zu reservieren. Da sind für Samstag auch in vielen Restaurants schon für Zeiten ab 19 Uhr alle oder vieles schon ausverkauft. Guckt da aber nochmal auf die Webseite. Da muss man halt, wie man es halt auch aus den letzten Jahren kennt, halt vorher einen Tisch reserviert werden. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Tipp, weil ich habe ja gerade eben schon gesagt, Tageskarten für den Samstag, Sonntag und den Montag, die sind vergriffen. Anders als es auf einer Seite der Webseite halt steht, dass man sich dafür entschlossen hat, dass man halt mit den Hotelgästen anders umgeht, dass man halt, dass die Hotelgäste vorher schon auch die Tickets reservieren müssen, habe ich bei dem beim Europapark angerufen, bei der Hotel-Hotline, jetzt in der vergangenen Woche schon. Und ich habe es halt auch heute nochmal von Kollegen erfahren. Es ist nämlich so, und das war halt im letzten Jahr auch so, und das ist eigentlich ganz gut, alle Leute, die in irgendeinem Hotel des Europaparks nächtigen, haben die Möglichkeit, trotzdem, obwohl die Tageskarten ausverkauft sind, trotzdem noch den Europapark zu besuchen. Denn für alle Hotelgäste gibt es ein Kontingent, was losgelöst ist von den Tagesgästen. Das heißt, wenn ihr ein Hotelzimmer gebucht habt im Europapark oder jetzt noch buchen möchtet, dann habt ihr entweder die Chance, bei der Buchung die Tickets mitzubuchen oder aber, dass ihr euch erst vor Ort entscheidet und diese Karten vor Ort erst erwirbt. Also das heißt, wenn ihr ein Hotelzimmer im Europapark, egal welches Hotel, ihr euch bucht und davon gibt es für diese Zeiten auf jeden Fall noch welche, dann habt ihr da halt auch drüber die Chance, dann noch in den Europapark zu kommen. Ihr dürft dann halt nur nicht
in einem, ja, weiß ich nicht, in Ferienwohnung übernachten oder auswärts. Oder ihr müsst dann halt auch 2 Tage praktisch bleiben, also wenigstens eine Übernachtung. Ihr braucht ja auch nur eine Tageskarte kaufen, wenn ihr nicht 2 Tage in den Park wollt. Aber es gibt halt die Möglichkeit, wenn ihr im Hotel schlaft, in irgendeinem, wichtig ist, Europa-Park-Hotel, dann steht euch frei, noch dann eine Karte dazu zu erwerben. Für alle Leute, die mit euch reisen, die mit euch im Hotel dann halt praktisch nächtigen, ja, Tageskarten praktisch für den Europa-Park zu erwerben. Diese, wie gesagt, dieses Kontingent ist losgelöst von dem Tageskontingent und deswegen habt ihr alle noch die Chance, beim Saisonstart oder aber auch am kommenden Wochenende im Europapark zu sein. Genau, wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass es für die Hotelgäste des Europaparks auch noch ein paar Besonderheiten gibt. Denn ich hatte ja eben erzählt, 24 Stunden ist so ein Test halt nur gültig. Das heißt, wenn ihr mehrere Tage im Europapark euch befinden wollt und aufhalten wollt, dann braucht ihr für jeden Tag praktisch einen neuen Test, einen negativen Test. Und Hotelgäste, bei denen ist es so, dass die halt ab der Anreise 48 Stunden sich nicht testen brauchen. Das heißt, bei der Anreise seid ihr natürlich dann getestet. Dann habt ihr den Anreisetag und den nächsten Tag, wo ihr euch ohne Test praktisch nicht nur im Hotel, nicht nur in der Gastronomie, Bar und Restaurants aufhalten könnt, sondern halt auch im Schwimmbad und zum Beispiel auch im Europapark. Also da gibt es eine Besonderheit für alle Hotelgäste. Da gilt eine Pflicht von 48 Stunden mit der Testung. Alle anderen Tagesgäste müssen jeden Tag, also jede 24 Stunden praktisch neu getestet werden. Und ja, was auch noch ganz wichtig ist, natürlich ist das, was denn überhaupt auffällt im Europapark. Und dann kann man halt wirklich sagen, dass wirklich alle Attraktionen geöffnet sind. Nicht nur, wie zum Beispiel in Belgien ist es ja aktuell so, dass Indoor-Attraktionen geschlossen sind. Das ist im Europapark anders. Im Europapark haben wirklich hat jede Attraktion auf, bis auf Spielplätze und Bällebäder. Ansonsten haben wirklich alle Attraktionen auf. Zudem gibt es auch noch Shows. Ich denke mal, nicht alle Shows werden geöffnet sein. Auf der Internetseite spricht man von der Eisshow und dem 4D-Kino, was auf jeden Fall geöffnet ist. Außerdem gibt es dann auch noch die Möglichkeit, wie im letzten Jahr, die Virtual Line zu nutzen. Das ist ja eine App. Da könnt ihr euch praktisch virtuell irgendwo anstellen. Ihr geht irgendwo anders, vielleicht noch eine Fritte essen oder was anderes noch fahren und kommt zu der Zeit, wo ihr gebucht habt. Ihr könnt in der App dann halt eine Zeit buchen, wo ihr dann praktisch wieder an diesem Ride, an dieser Attraktion, an der Achterbahn von mir aus dann sein sollt und könnt dann halt direkt einem separaten Eingang reingehen und könnt dann sofort fahren und müsst euch nicht anstellen. Also das hat sich im letzten Jahr wirklich bewährt. Finde ich ein sehr gutes System und damit kann man wirklich sehr viel Zeit sparen. Wichtig ist nur natürlich, dass man sich immer nur zeitgleich an einer Attraktion anstellen kann. Außerdem gelten natürlich gewöhnlichen Maßnahmen, die wir halt auch schon aus dem letzten Jahr kennen. 1,5 Meter Abstand zu allen anderen. Die Nies-Etiketten zum Beispiel beachten, dass es Maskenpflicht gibt und das aber nur in überdachten Bereichen, in Wartestand und auf den Attraktionen. Das heißt, auf den normalen Wegen im Europapark ist das halt nicht, braucht ihr die halt nicht tragen. Außerdem gibt es halt auch noch viele weitere Services vom Europapark, wie das Handwaschcenter, was es im letzten Jahr schon neu gab. Sehr viele Desinfektionsspender. Es gibt Abstandsmarkierungen in den Queue-Lines, damit man halt auch diese 1,5 Meter einhalten kann. Außerdem wird für frische Belüftung überall in den Rides und auch in der Gastronomie gesorgt. Und ja, auch die Reinigung, wie zum Beispiel WC und ganz viele andere Sachen, die werden halt in einem höheren Intervall dann gesäubert als normal. Außerdem bittet man, und es ist halt auch möglich und es ist halt auch vielleicht besser, dass man halt kontaktlos zahlt. Ja, so viel das, was ich hier alles auf dem Zettel stehen habe. Das heißt, jetzt habt ihr erstmal alle Informationen, die ihr braucht. Das heißt, wenn ihr noch keine Karten habt, aber zum Europapark möchtet, dann habt ihr jetzt immer noch die Chance, für das Wochenende Karten zu bekommen, falls ihr dann halt euch dazu entscheidet, in einem der Europaparks-Hotels dann zu nächtigen. Außerdem gibt es momentan ja noch, ich weiß ja nicht wie lang, Karten für den Freitag. Wenn das Gerücht stimmt mit den 3000 Besuchern, werden diese Karten wohl auch sehr schnell weg sein. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf einen tollen Saisonstart. Falls ihr mehr wissen wollt zum Europapark und wie es dann halt in den ersten Tagen halt
im Europapark ist, dann empfehle ich euch sehr, sehr dringend, diesen Kanal zu abonnieren. Denn ich werde am Wochenende vor Ort sein. Ich werde auf Instagram berichten, deswegen auch mal bei Fanta Marina auf Instagram gucken. Da wird es Live-Stories geben. Und ansonsten sehr viele Videos und Hintergrundwissen hier auf dem Kanal. Mein Tag werde ich natürlich vloggen. Außerdem wird es auch weitere Informationen geben hier auf dem Kanal. Deswegen seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Deswegen würde ich mich über ein Abo freuen, über ein Like freuen. Und falls ihr noch Fragen habt zum Europapark und ja, der Eröffnung jetzt am Wochenende, dann haut mal in die Tasten. Ich würde auch mal gerne von euch wissen, ob ihr auch am Start seid und welche Attraktionen ihr dann am ersten und am ersten fahren wollt, auf was ihr euch so lange jetzt gefreut habt, was ihr nicht mehr fahren konntet, was ist euer Lieblingsride im Europapark, all das unten mal in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall, einfach nur da zu sein, einfach wieder diese Atmosphäre zu genießen, die Fanfaren, wenn man vorne am Eingang reingeht und dann einfach mal diesen Tag zu genießen. Ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch, wir freuen uns alle gemeinsam und wir sehen uns in einem anderen Video hier bei der Fanta Arena. Macht es gut und vielleicht bis am Wochenende. Ciao.